Immer wieder hat man FIFA-Partien, in denen es einfach kein Vorbeikommen am gegnerischen Torwart gibt. Ich meine, jeder weiß, wie wichtig ein guter Torwart in FIFA ist. Aber welche sind denn jetzt die besten in FIFA 22? Das zeigen wir euch jetzt in dem Video. Platz 5 geht an Thibaut Courtois von Real Madrid. Der Belgier ist riesig. Ganze 2 Meter misst seine Körpergröße. Und genau das macht ihn nicht nur im realen Leben zu einem überragenden Torwart, sondern eben auch virtuell. Seit Jahren ist die Körpergröße zwischen den Pfosten extrem wichtig in FIFA. Das ist auch dieses Jahr wieder der Fall. Courtois hat zusätzlich eine 89er Wertung. Das macht ihn zum 5-besten Torwart in FIFA 22. Auf dem 4. Platz unserer Liste ist Ederson. Der Brasilianer glänzt bei Manchester City vor allem mit dem Ball am Fuß, zeigt also Qualitäten, mit denen uns Manuel Neuer seit Jahren zum Staunen bringt. In FIFA 22 hat auch er ein 89er Rating und aufgrund seiner Nation und seiner Liga werden wir ihn wohl sehr häufig in den Ultimate Teams zu sehen bekommen. Auf Platz 3 haben wir Marc-André Ter Stegen vom FC Barcelona. Auch in den vergangenen Jahren gehörte der Deutsche schon zu den besten Torhütern in FIFA. Auch dieses Jahr schafft er es wieder aufs Treppchen, bis auf den 3. Platz. Mit seiner virtuellen 90er-Bewertung kann Ter Stegen höchstwahrscheinlich für bessere Leistungen auf dem Platz sorgen, als es aktuell seine Mitspieler in der La Liga tun. Trotzdem, wie in der Nationalmannschaft, landet der Stammtorwart der Katalanen auch hier in FIFA hinter Manuel Neuer. Und genau der, Manuel Neuer vom FC Bayern München, ist auf Platz 2. In FIFA 22 hat Neuer ein Upgrade auf 90 bekommen. Damit hätte nicht jeder gerechnet. Das macht ihn virtuell und auch in Real Life zu einem Weltklasse-Torwart, der die spektakulärsten Bälle aus den Ecken kratzt. In Kombination mit Upamecano bietet EA so viele Möglichkeiten, starke Teams mit Neuer zu bauen. Ich bin mal gespannt, was wir so zu sehen bekommen. Die unantastbare Nummer 1 in FIFA lautet aber Jan Oblak von Atletico Madrid. Schon im vergangenen Jahr hatte er das beste Rating von allen Torwerten. Seine starken Leistungen im Kasten von Atletico über die letzten Jahre ermöglicht ihm das auch in FIFA 22. Wer gegen Oblak spielt, muss sich einiges einfallen lassen, um an ihm vorbeizukommen. Seine 91er Bewertung ist nämlich so richtig zum Zungenschnalzen und zeigt, was für starke Torhüter in FIFA auf euch zukommen. Also übt schon mal das Schießen, den Ball an diesen Torhütern vorbeizubringen. Das wird richtig schwer.